Ja, hallo liebe Aufrufer Lichtgeschwindigkeit. Hier ist mein Thema heute Freiheit statt Angst. Die Einladung für den Kundgebungstag morgen am 10. September in Berlin. Das ist eine globale Angelegenheit. Es geht um den Datenschutz im Zentrum der IT-Revolution, Internet-Revolution, die Revolution durch die virtuelle Kommunikation in Echtzeit, was es seit 130 Jahren per Telefon gibt, dass zwei Leute miteinander, ortsungebunden miteinander kommunizieren können, reden. Das gibt es jetzt durch das Internet weltweit, quasi jeder mit jedem zur gleichen Zeit. Das ist eine Revolution der Kommunikation mit allen Auswirkungen in der Politik, die wir bis heute noch gar nicht verstanden haben. Und damit im Zusammenhang steht Datenmanipulation, Datenmissbrauch und der Anspruch auf Datenschutz. Deshalb kommt in unserem Wahlkampf, und ich kann das hier beweisen in meinen Zeitungen von heute, das Thema IT-Revolution überhaupt gar nicht vor. Die einzigen, die das im Programm haben, sind wirklich die Piraten, die ja vom Internet her ursprünglich entstanden sind. Inzwischen eiern die Grünen ein bisschen rum, aber die Veranstaltung morgen Freiheit statt Angst oder Piraten, sage ich mal, ist im Grunde genommen die analoge Veranstaltung zur digitalen Politik für das Internet. Hier ist eine Ankündigung, Datenschützer demonstrieren, Überwachung, Freiheit statt Angst, Demo in diesem Jahr mit Festcharakter und ohne Wahlkampf. Es findet statt am Potsdamer Platz. Und zwar geht es so, starten wird der Demozug um 13 Uhr auf dem Pariser Platz. Das ist am Brandenburger Tor. Und dann gibt es einen Umzug durch die Innenstadt von Berlin. Ab 14 Uhr wird es eine Kundgebung mit Redebeiträgen, Musik und Aktionsflächen auf dem Alexanderplatz geben. Also, man geht am Brandenburger Tor los und landet auf dem Alexanderplatz. Die vorigen Jahre startete man am Alexanderplatz und landete am Brandenburger Tor bzw. am Potsdamer Platz. Also, um das alles durcheinander zu bringen für die Nicht-Ortskundigen, die teilnehmen wollen, morgen um 14 Uhr am Alexanderplatz, Berlin-Mitte, Alexanderplatz findet das morgen Nachmittag um 14 Uhr statt. Um 13 Uhr sammelt sich der Umzug am Brandenburger Tor, 13 Uhr in Berlin. So, und darum geht es, dass dort alle Leute, die für Internetrevolution überhaupt einen Nerv haben, sich versammeln. Und man soll keinen Anstoß an dem unsinnigen, widersinnigen Titelschrift zu Freiheit statt Angst nehmen. Wer darüber einen Gedanken verschwendet, der stellt natürlich fest, Freiheit statt Angst ergibt keinen Sinn. Natürlich ist gemeint, man möchte frei sein, Freiheit, vor Sicherheitsüberwachung, vor der man Angst haben könnte. Aber Freiheit statt Angst ist natürlich ein Unsinn, denn tatsächlich jeder Grad der Freiheit macht auch Angst. Unfreiheit gleich Sicherheit. Dieses ist sozusagen das Gedankenfeld, in dem diese Demonstration jedes Jahr stattfindet. Morgen, 10. Samstag, 10. September 2011 in Berlin, Freiheit statt Angst, Demonstration. Und wie gesagt, in diesen Zeitungen kommt das nicht vor. Ich freue mich, wenn ich Leute treffe dort. Ahoi!